Und jetzt geht's weiter bei den Vorspielern, die sich nochmal ganz kurz ausruhen. Aber es kommt keine Traumsequenz, weil sonst wird man nicht auswählen können, bis wann wir schlafen wollen. Das stimmt, ja. Du hast bis in die frühen Mittagsstunden geschlafen. Oh, ist schön hell jetzt. Mann. Ja. Und aber es regnet immer noch. Also hier ist das Wetter überhaupt nicht gut. Ja. Hier ist ja alles total böse. Aber der Flynn ist jetzt irgendwie verschollen. Ja, den Flynn suchen wir, weil wir wollen ja noch den Degen für den Griffith haben. Griffith. Lustigerweise haben wir seinen Goldbeutel für 150 Goldstücke gekauft und ich war dagegen. Ich hab's einfach gemacht. Ja. Weil 150 Goldstücke für so einen Scheiß. Fuck the Dan, hab ich mir gedacht. Weil er rechts ist ein Pilz. Ja, muss man das mit sowas wieder ausgleichen. Ja, 150 Flynn Goldstücke. Ist weg. Ja, wo ist Flynn? Wo könnte er sein? In der Kneipe oder was? Edward, den hat man noch nicht. Ja. Was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was Nö. Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ah ja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Haben wir aufs Maul? Ja. Redest du mit mir, du Großmaul? Wir haben bessere Klamotten an als er. Ich bin beleidigt, ich bin untröstlich. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Ist der schwul? Etwas genervt, der feine Herr? Das ist geil. Etwas genervt, der feine Herr. Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich bin von den Toten wieder. Was soll ich machen? Der letzte große Piratenkapitän der Südsee. Nice. Ich bin der letzte große Piratenkapitän der Südsee. So, Kapitän, ja? Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Oh, ja. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann es nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Aha. Ah. Hier. Ach komm, du siehst nicht so aus, als würdest du an so etwas glauben. Meiner Erfahrung nach ist Schicksal etwas, was man erzwingen muss. Hm. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja, ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist es. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Was hat er denn vor? Der Freak. Hast du mal gesehen, was der für einen Knüppel da hat? Ja, aber der hat eine total runtergewetzte Hose und wir haben voll den feinen Zwirn. Ja. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Jo, hä? Ja, warum denn nicht? Dämonen auf dem Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. Ja, wir hauen den nur einfach im Hinterland aufs Maul, ne? Geh du vor, ich folge dir. Ach, das wird lustig. Aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm, Junge, wir kriegen was zu tun. Hast du Schiss oder was? Geht erstmal durch die Bar hier. Sehr gut, das beruhigt mich. Ja, der kennt den Weg. Er kennt den Weg. Oh, guck mal da. Pansel. Wey! Hat aber einen großen Hammer genommen für so ein kleines Stück Holz. Pansel, ey. Hm. Ich will die Waffe haben, die sieht hübsch aus. Das ist aber doch nur ein Knüppel. Ja, ist egal. Knüppel aus dem Sack.
Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Jetzt schon? Ja. Habt ihr Angst? Sind 3 Schritte gelaufen. Sagt wer? Ja, ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut, bleib dicht hinter mir. Gut, dann machen wir das da. Ach, guck mal. Soll ich nochmal zu schnell tun? Nee. Kümmer dich nicht um den Griffhilf jetzt. So, was haben wir dann hier? Schergen, Höllenhunde. So, im Kampf kann ich ja noch einen Funfact bringen. Du kennst ja Dragon Age, gell? Ja. Und benutzt lieber mal die Armbrust. Du weißt, dass es viele Dialoge da gibt, gell? Da gibt's viele Dialoge, ja. Und weißt du, wie viele das sind? Nein. Über 900.000 Wörter. Ah. Ein durchschnittlicher Roman hat 80.000 Wörter. Okay. Das kannst du dir vorstellen. Wörter. Ja, nee, das ist, es gibt ja auch noch viele Gesprächsoptionen, ne? Ja, ja, klar. Schieß doch mal mit der Armbrust. Hab ich doch, guck daneben. Ach Gott. Ja, unser Armbrust-Skill ist noch nicht so gut. Ja, gut, es ist halt die Anforderung an einen Rollenspiel, was Text betrifft, ist halt wesentlich krasser als an einem Buch, ne? Ja, ja. Weil du hast ja im Buch keine Auswahl. Ja. Ist aber mal interessant so. Ja, ja, logisch, klar. Da hat man auch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, yeah, du bist ein Schattentöder. Ein Chateau-Töder. Töder. Übrigens, dieser Edwin da ist tot, ne? Ernsthaft? Ja, ich denke mal, der wird jetzt wieder aufstehen. Was ist passiert? Oh ja, also halt Maul? Nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Ja. War gut, Edward. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja, das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt. Das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Ja, räum erstmal da unten aus. Der wartet bestimmt auf uns. Machen wir 80. Und wenn nicht, dann schlare man aufs Maul. Ja. Oh, ich bin so im Rage gerade. Warum eigentlich? Bist du wütend? Ja. Ich geh voran. 150 Goldstücke für so einen scheiß Goldbund. Ah. Lass uns weitergehen. Das ist ja wohl nicht zu fassen, so Hure. Darfst du nicht so viel Gedanken. Das ist genau wie bei Gothic 1. Hm. Gib mir 20 Erz, sonst hau ich dir aufs Maul. Ja gut. Ja. Was? falls das niemand weiß, das habe ich gemacht. Ja. Als wir Gothic 1. Findet man ja hier dann. Let's Play. Also ja. Ein kurzes Let's Play. Ja. Ja. Ich habe noch nie jemandem Geld gegeben, wenn er mich irgendwie gezwungen hat dazu. Nicht. Der fällt da runter. Ja. Der bricht sich alles. Wird gut werden. Guck. Ach nee. Ah, der bricht. Oh nein, jetzt kämpft er sich zurück an die Spitze des Booms. Zack. Oh, nein. Oh, wie geil. Oh. Ah. Das ist nicht mehr geil. Da hat keiner mit gerechnet. Das sah jetzt zu gut aus eigentlich. Ja. Und dann hat die Entwickler sich gedacht, nee. Da schieben wir gleich einen Riegel vor. Die haben bestimmt extra so ein komplettes Team da dran gesetzt, um diese Sachen da rein zu programmieren. Ja, das darf nicht zu gut aussehen. Das glaube ich sogar. Sonst glaubt keiner, dass es Deutschland ist. Ja. Boah, ich wurde geheilt. Sehr schön. Ja. Bei allen Geistern. Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Warum, das waren 3 Stück? Das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Ich hab's doch gewusst. Das schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Du fällst bei 2 Stück um. Dann lassen wir. Und wie genau willst du das anstellen? Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Ich hab gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Vielen Dank für was auch immer. Der hat eine Frisur wie ich. Alleine weiter. Gehabt euch wohl. Ja. Was denn? Keine Bezahlung?
kann mich nicht erinnern, je von Gold gesprochen zu haben. Langsam, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Calador. Aber ich selbst war niemals dort. Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu kommen. Ah, da schießt schon dann. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe ein Schiff. Tatsächlich? Naja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Was würde mich die Überfahrt nach Calador denn kosten? 150 Goldstücke. Mehr. 1000 Gold. Ja. Ah, fail. Ey. Soll ich machen? Ach, nichts. 100 Gold ist lächerlich. Dann machen wir uns zum Affen. Wenn du mir hier und da mal aushilfst. Gut, dann zeig Seele dir plus 2. Eine Bedingung habe ich noch. Scheiße. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Caldera. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen vor Anker. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein, Kapitän. Ei, ei, Captain. Wir sind der Captain. Wir gehen aber weiter, oder? Ja, mal gucken, mal ein bisschen browsen, ein bisschen was es hier gibt. Ja, haben wir jetzt noch ein bisschen. Können wir ein bisschen gucken hier. Kannst du mal ein bisschen hochhüpfen jetzt? Ja. Oh, keine Springanimation haben sie. Ja, natürlich. Natürlich. Hast du gesehen, dass die Kiste sich jetzt gerade bewegt hat? Ja. Da muss ein. Soll jetzt Snake drin sein. Verstehst du? Nee. Bist noch nicht so weit mit Metal Gear Solid. Ach, ich hab's Intro angeguckt, wollte einmal anschleichen, wurde dann erwischt. Okay. Hab ein bisschen rumgeballert, bin gestorben und dann kam der Anruf, hier, Counter-Strike, go. Okay. Yes! Ja. Aber Metal Gear Solid ist ja so seit dem ersten Teil sogar schon. Das ist halt ein Feature, was auch ziemlich bekannt ist eigentlich, dass man sich in der Kiste verstecken kann und dann rumläuft in dieser Kiste, um nicht entdeckt zu werden von den Waffen. Also das haben die quasi so als klamaukiges Ding gemacht im ersten Teil und das machen die jetzt auch wenn es ernster ist, machen die das jetzt immer noch. Ja, der erste war auch schon ernst, aber... Steck mal die Waffe weg. Sollen die halt... Sonst, weil du sollst ja nicht mit einem Messer laufen. Ja. Ja. Du weißt genau, was das letzte Mal passiert ist. Ja. 4 Finger-Jewels. Ja. Gut. Ich bin halt ein bisschen so ein kleiner Tölpen. Mhm. Ein Bein Jules. 4 Finger und ein Bein Jules. Ja. Mit einem Küchen. Oh, da oben kann man hoch. Kneipchen. Ja, hier guck mal, da ist auch ein Erz. Ja. Vielleicht reicht das schon erztechnisch für uns. Nee, das ist Gold, oder? Denke ich mal. Das fällt das Vieh da runter. Weiß nicht, was das ist. Ja, Gold. Gold ist golden, sieht's aus. Und Erz? Erz ist grau. Blau. Was? Warst du noch nie in der Gruppe Fortuna hier bei Wetzlar? Nein. Daran merkt man, dass du nicht weißt, wie Erz aussieht. Gut. Es ist traurig. Oh nein. Die ist verschlossen. Soll mein Ruhm noch schreien? Guck mal, nee, guck doch mal, ob du einen Ohrring oder irgendwas hast, der deine Finger fertig hat. Ja, aber so viel Ruhm, jetzt müssen wir es auch mal ausgeben. Du musst immer nur ausgeben. 6.000, 7.000 spart es mal. Ja, spart doch. Für was denn? Für wir müssen gleich mal upgraden, machen mal ein paar Fähigkeiten kaufen. Machen wir doch dann hier. Die kosten schon eine Menge. Du kannst hier mal eine Sache steigern, das darfst du mal. Finger. Und dann lässt du das erste Mal. Dann müssen wir gleich mal schön Fertigkeiten kaufen, weißt du? Ja, ja. Verstehst du? Ja, warum Fertigkeiten kaufen? Wie zum Beispiel irgendwie bessere Schwertkunst und solche Geschichten. Ja, aber das kostet keinen Ruhm. Doch. Nein. Doch. Nein, kostet nicht. Nee. Nein, das Doch. Kostet nur Gold. Nee. Es kostet nur Gold. Doch. Daniel. Was? Das kostet nur Gold. Nee, doch. Das kostet dann halt Härte 50 oder so. Oder wie wenn? Ja gut, wenn du Glück hast du Glück. Dann benutzt sie mal. Aber lass noch mal ein bisschen was auf Halde, zur Sicherheit. Und jetzt nicht nur hier Scheiße, sondern auch mal gut. Fernkampf? Warte mal. Damit man nicht immer daneben schießen? Nee. Wir haben jetzt eine Armbrust. Ja, wir schießen immer noch daneben. Ja, aber das ist doch nicht der Fernkampf. Doch. Nein. Geh mal drauf. Ja, ich weiß schon. Oh, warte, ich muss erst speichern. Wolltest du jetzt nicht upgraden? Nee, hab schon. Gut, was hast du jetzt geupgradet? Einmal Fingerfähigkeit.
Ja, du hast doch noch mehr. Du wolltest jetzt so gerade upgraden. Mach doch mal Upgrade jetzt. Ich kann nur noch eins ausgeben. Guck, 4000 kostet das. Yeah. Aber noch 1000. Der geht da mal hoch. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Nahkampf ist. Sag mal, bist du dumm oder was? Geh mal auf List. Ja, da jetzt? Sind die Armbrüste dabei. Das, schön. Das wollte ich mir angucken. Geh, dann mach mal List hoch. Pistole, Dolche, das Crit-Chance, das brauchen wir. Da sind wir gut drin jetzt. So. Da sind wir jetzt die Könige, ey. Schön. Das war's. Jetzt kommen wir. Ah, mein Gott. Du bist furchtbar. So, und jetzt speichern wir und jetzt machen wir Schluss für heute. On break. Jo. Ciao. Tschüss.